Heute hat es mich so richtig auf den Arsch gehauen, aber eiskalt. Aber eher geistig und emotional. Ich habe einen Bericht oder ein Interview gelesen von einem renommierten Wirtschaftswissenschaftler. Und der war so im Gespräch mit einem Konzernmanager. Und die zwei, die haben mehrere Fragen beantwortet. Und eine dieser Fragen war: Kann man führen lernen? Ist das möglich? Und die sagen: Ja, kann man lernen. Frage an dich: Kann man aus einem Haflinger ein Rennpferd machen? Geht das? Kann man aus einer Blume, kann man da einen Baum draus machen? Oder wenn wir schon beim Baum sind, kann man aus einer Fichte oder aus einer Tanne, kann man da eine Lerche oder eine Zirbe draus machen? Ist das möglich? Wenn es nur eins gibt, was ich in den vielen Jahren in den Unternehmen gelernt habe, dann ist es das. Man kann es nicht lernen. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und wenn du ein Unternehmen hast oder eine Organisation, wo du immer wieder Führungsleute brauchst für Abteilungen oder Bereiche oder spezielle Verantwortungen, nachher schau bei deinen Leuten, wer das Gen hat. Du siehst es. Du siehst es in die Augen, du siehst es an der Haltung, du siehst es an dem, dass die Leute große Herausforderungen lieben. Die denken über den Tellerrand hinaus, die mögen ein Unternehmen, ein Projekt, eine Firma oder eine Gruppe weiterbringen. Die können sich motivieren und können andere gut motivieren. Diese Leute, das sind Führungsleute. Und die haben das. Die haben das schon als Kind dabei gehabt. Und solche Leute kann man als Führungskraft gut einsetzen, weil die gehen auf, wenn es schwierig wird. Die gehen auf, wenn große Herausforderungen anstehen. Die lieben das. Also schau ganz genau hin, welche Leute du im Team hast und welche Leute, dass du für was einsetzt. Man sieht es.